ging es dann weiter in Kvikkjokk. Und zwar grobe Richtung Trondheim mit Zwischenstopp in der Nähe von Östersund. Da suchen wir uns dann irgendwie ein Plätzchen und werden da eine letzte Übernachtung in Schweden machen. Und dann geht es am nächsten Tag Richtung Norwegen. Ja, und los geht's, Freunde. Da muss mal gewischt werden. Weil, wie ihr seht, es regnet. Ich muss jetzt sowieso aussteigen gleich. Jetzt kommt nämlich die Briefkiste. Von hier aus gehen die Fliegers los in die Wildnis. Guck, da wird die Ausrüstung rausgeflogen. Wir haben scheinbar gut zu tun hier. Fisch gepflückt. Cool. Ein andermal mach's halt auch. Oder soll ich dich gerade hier rausschmeißen? Dann lässt sich nach Östersund fliegen, ich hol dich da ab. Nee. Okay, aber Östersund wird auch teuer. Ja, das glaube ich auch. Ja, da war mal ein kurzer Einblick in die Fiskeflügel. Unterwegs habe ich sie ja mal gezeigt, dass sie was drüber gebrannt. Die halt überall hinfliegen. Wenn wir dementsprechend die Kohle da jeden Moment überqueren wir den Polzirkel wieder nach Süden. Ja, das war's dann jetzt. Auf Wiedersehen. Am Polzirkel. Ja. Bis ein nächstes Mal. Gut, dann darf man mal anhalten, ne, wenn die vor dem Auto rennen. Hier, wie man da lesen kann, Dorothea, Södre Lappland. So, hier kommt das kleine Campingplatz mit Stugas. Wollen wir mal gucken, ob wir da was kriegen. Kurz vor Östersund. Da wir keinen Bock haben, das Zelt aufzubauen, werden wir uns ein Hütchen bieten. Oh, Pizzate. Krankentemperatur ist auch gut. Das Fußballtraining, wenn die Kleinen trainieren. Ja, dann gucken wir mal. Erstmal hier. Parkering für Welcome. Das tun wir da hinten. Rundherum. Jetzt sind die Kleinen da. Wir gucken mal, was wir haben. Guten Abend, Freunde. Nochmal ein Bericht, kurzer Bericht aus Schweden. Gelandet sind wir gerade in Lit auf einem Campingplatz. Kanuverleih, ganz kurz vor Östersund, ich sag mal vielleicht noch 20 Kilometer. Haben uns eine kleine Hütte gemietet. Ja, ein bisschen wackelt, ich stehe hier auf dem Ponton. Hier haben ein paar schwedische Rasen hier. Ja, hallo Freunde, ich bin's Micha, Autoaktiv.
letzter Tag unserer Tour in Schweden. Geht noch weiter, wir fahren morgen nach Norwegen. Was da war, wissen wir noch gar nicht ganz genau. Als erstes folgt mal morgen Trondheim. Dann kommen die touristischen Punkte, die man halt abarbeiten muss. Hilft nichts. Geiranger und solche Geschichten. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch machen. Wir haben noch bis Freitag. Freitag müssen wir in Südnorwegen an der Fähre sein. So lange haben wir noch. Fahren wir noch ein bisschen spazieren und gucken uns noch ein paar Sachen an. Was es dann wird, wissen wir noch nicht. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Wir waren die letzten Tage ordentlich wandern. Sauwetter hatten wir. Aber gut, wir haben es geschafft. Haben so ziemlich das gesehen, was wir wollten. Haben es zwar zwischendurch dann doch abgebrochen, weil das Wetter wirklich so schlecht war. Hatten keine Lust, den Nassen auf- und abzubauen im Zelt und mitten in die Berge. Das hätte jetzt keinen Spaß gemacht. Deswegen haben wir ein bisschen früher aufgehört. Dafür gucken wir uns ein bisschen mehr zu Fuß mit Handgepäck mehr oder weniger an. Ja, gut, okay. Und wenn euch das jetzt Spaß gemacht hat, in Schweden, werden zwei Filme dazu kommen. Einmal waren wir noch an der Hogakusten. Skullis Kogen, da haben wir eine Wanderung gemacht, sehr schön, kann man nur empfehlen. Aber kommt demnächst, könnt ihr euch angucken. Und wenn es gefällt, immer gerne Daumen hoch. Und auch wenn es nicht gefällt, auch gerne mal ein paar Kommentare. Und natürlich solltet ihr das Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr ab sofort nichts mehr. Glöckchen einschalten. So, und jetzt gönne ich mir ein Beck's Holunder. Prost. Lasst es euch gut gehen, man sieht sich irgendwo aus Deutschland oder aus sonstigen Teilen der Welt. Macht's gut, ciao, euer Micha. Bis zum nächsten Mal. Okay, Garmin, stop. Recording. Okay, Garmin, stop recording. Stop recording. Alte Zicke. Okay, Garmin, stop recording. Willst du mich verarschen? Hä? Okay, Leute, die Kamera will sich einfach nicht ausschalten, erzähle ich noch ein bisschen was. Wir wissen noch nicht so genau was, aber fällt mir was ein. Schöner Campingplatz übrigens hier. Schöne Hütte gemietet hier im Hintergrund. Wahrscheinlich nicht zu sehen. Kanuverleih am Fluss. Reiche ich euch nach, wie er heißt. Habe ich jetzt vergessen. Sorry. Gut, ich weiß nicht, wie lange ich noch erzählen soll. Wahrscheinlich, bis die Batterie leer ist. Ich sag mal tschüss. Ich versuch's nochmal mit der Kamera. Okay, Garmin. Stop recording. Also, glaubst es. Lass mal versuchen, oder soll ich drauf drücken? Drück mal drauf, sonst wird er nie was. Knuschel. Nee, guck mal. Auf den. Den da. Ah. Jetzt bin ich mal auf Menü. Kleinmod länger. Achso. Bisschen. Abschalten während der Aufzeichnung nicht möglich. Ja, dann halt so. Machen wir einen Schalter. Guten Morgen Schweden. So, letzter Tag in Schweden. Aufgestanden sind wir. Gefrühstückt haben wir auch schon. Da hängt noch ein bisschen was zum Trocknen, was aus dem Sarek dretschnass zurückkam. Aber gut, so, und heute geht's los. Wir fahren jetzt Richtung Trondheim. Sind von hier aus so 270 Kilometer. Gucken uns da mal Trondheim an. Wenn es unterwegs was zu berichten gibt, melde ich mich. Und ansonsten melden wir uns aus Trondheim. Und den struppigen Bart müsst ihr entschuldigen, mein Kamm ist weg. Kann passieren. So, gut, wir packen jetzt langsam ein. Und dann geht's auf Tour. Schauen wir mal. Gut, und wenn ihr Bock habt, seid dabei, kommt einfach mit. Ansonsten bleibt gelassen. Ja, hallo, jetzt mal aus dem Auto raus. Das ist dann natürlich auch die Gegend so ein bisschen mehr ländlich. Da kann man auch mal Landwirtschaft betrachten, wie es aussieht.
scheinbar hier möglich. Hier gibt es dann auch noch ein paar Weiden. Ja, ein bisschen anders. Nicht nur Felsen und Nadelwald und Wasser. Und hier müssen wir jetzt 70, sonst haben sie uns gleich ein Foto gemacht. Wir sind ganz einfach über die Bäume weg. Man kann nichts gucken, ey. Muss viel mehr abgeholzt werden. Gut, kleiner Spaß am Rande. Wir sehen und hören uns später. Und nur der Kirchturm ist halt ja eigentlich nur, oder? Mhm. Ja. Gut. Ja, und jetzt auf dem Weg von Östersund nach Trondheim habe ich gerade noch mal so aus dem Augenwinkel so ein bisschen Wassernebel oder Nebel gesehen. Und ich denke mir, okay, das könnte ein größerer Wasserfall sein. Und tatsächlich, so 500 Meter weiter kam dann ein Wegweiser zu einem Wasserfall. Und den haben wir uns angeguckt. Und wenn ihr den auch sehen wollt, müsst ihr mitkommen. Los geht's. Bekannt durch Skirennen, sag ich mal. Mir zumindest bekannt durch Skirennen. Ja, jetzt sind wir eigentlich erst nach Orl oder kommt nach Orl. Ja, da sind wir schon. Ja. Ja, wie in der Alpen. Home of Quattro. Aha. Ja, ein schwedischer Wintersportort. Sieht genauso aus wie die Alpen. Also ähnlich zumindest. Ja, jetzt sind wir erst raus, wie es aussieht. Ich dachte, eben mal nur so ein paar Fahrläufer. Ja, hier werden noch fleißig Dächer gedeckt für den Winter. Ja, riecht ja schön hier. Ein Wasserfall zu sehen, die Berge im Hintergrund. Die Talstation. Wie viel stand da gerade von? Berghöhe 1800 nochmal laufen. Italian Takeaways gibt es ja auch, siehst du. Ich hatte noch gar nicht erwähnt, so hier in Nordschweden oder Mittelschweden, wie man es auch nennen mag, ist halt scheinbar ein Volkssport, ein Lopis zu machen. Wir haben ein bisschen recherchiert, das scheint irgendwie so ein Trödelmarkt zu sein, oder ein Flohmarkt, oder macht jeder von sich was ich zu Hause. Jedes zweite Haus steht dran, Lopis, Öpet, Volkssport. Machen die schon mal gerne hier zur norwegischen Grenze. So ganz so weit ist das nicht mehr. Gut, ihr müsst mir glauben, mit dem Lopis ist so. Hochinteressant. Ist ja keiner da hinter mir. Ist auch die Grenze? Glaube ich nicht. Nee? Ja, aber schon. Ist halt nur, falls du was verzollen musst. Achso. Nee, habe ich nichts zu verzollen. Also die verzollen das meistens. Ganz ruhig. Thank you.
der Strich da ist die Grenze. Mhm. Geht schon von aus. Wo die Brücke drüber geht jetzt. So, die wird hier ähnlich. Die haben ja keine Probleme untereinander. Ich glaube nicht, dass hier viel kontrolliert wird. Das Norwegen. Wenn es zu schlimm und wir sind Norwegen, genau. Ja. Also geht es nach Niederlanden bei uns ja auch. Da steckt keine Sau. Die Österreicher machen so einen Zirkus. Und die Deutschen. Willkommen in Norwegen. Ich bin in Norwegen angekommen, das Wetter, wir schauen mal. Die Berge sind ziemlich dicht. Und da tröpfelt es ein bisschen. Wie gesagt, wir wollten ja nach Trondheim. Und uns ein bisschen Trondheim angucken. Wir nähern uns Trondheim. Trondheim angekommen, Parkplatz gesucht und gefunden. Der Kollege, der uns da auf den Parkplatz eingewiesen hat, der war ein bisschen suspekt. Den habe ich dann immer wieder fotografiert und immer wieder beobachtet. Dann hat er sich nachher verpisst. Ich glaube, der hat die Autos beobachtet und geguckt, wo kann ich meine Kollegen hinschicken, um da mal im Auto einzubrechen, mal zu klauen. Genauso sah das aus. Der rannte mal rum, guckte in die Autos und wenn ich ihn dann versucht habe zu fotografieren, hat er sich immer so weggeduckt, dass man ihn ja nicht erkennt. Ich habe das allerdings immer so weitergemacht, bis er die Schnauze voll hatte. Dann ist er abgehauen. Dann haben wir uns die Burg angeguckt und dann ist er wieder aufgetaucht. Und dann habe ich da gleich wieder angefangen. Dann hat er irgendwann doch die Schnauze voll gehabt, glaube ich. Und ist dann abgehauen und hat sich einen anderen Platz ausgesucht. Na gut, okay, wir sind angekommen und dann ging es mal rein nach Trondheim. Haben uns Trondheim angeguckt. Mit einem geilen Dom, aber guckt selbst. Auf geht's. So, sind hier auf der Festung gelandet. So einen kleinen Hügel in Trondheim. Hat man einen ganz schönen Blick. Da in die Kirche wollen wir eigentlich. Dom in Trondheim. Wir sind da, wie man sieht, 0 Kilometer.
Ja, so, Trondheim ist abgehakt, waren wir gerade. Und war eine schöne Tour. Trondheim ist ein schönes Städtchen, schön ruhig, entspannt. Scheinbar viele Studenten auch unterwegs. Gut, was auf alle Fälle zu empfehlen ist, ist der Nidarosdom. Kostet Eintritt, ich glaube, hat gekostet 100 norwegische Kronen, ca. 10 Euro. Man darf leider nicht filmen und nicht fotografieren. War ein bisschen schade, war ein bisschen enttäuscht. Aber die 10 Euro oder 100 Kronen lohnen sich, würde ich mir angucken. Ist schon ein tolles Teil. Ja, ich war sehr beeindruckt. Ja, und ansonsten Trondheim, ja, schöne Altstadt, direkt am Fluss, schöne kleine Kneipen. War schön, aber eine Reise wert auf alle Fälle. So, und jetzt geht es dann weiter Richtung Geiringer, beziehungsweise heute Abend nur noch auf dem Campingplatz. So ausgesucht haben wir so 60 Kilometer hinter Trondheim Richtung Geiringer. Okay, und wenn ihr da Bock habt, kommt mal das kurze Stück noch mit. Und dann zeige ich euch nochmal kurz Campingplatz und dann geht es morgen weiter zur nächsten Tour Richtung Geiringer. Okay, dann wünsche ich euch was. Bleibt gelassen, schönen Abend noch. Ciao. Ja, nochmal zum Nidarosdom. Der Nidarosdom ist irgendwie so ums Jahrtausend irgendwo errichtet worden mit einer kleinen Kapelle auf ihrem Grab von dem heiligen Olaf. Und der heißt wohl Nidarosdom, weil, ich sag mal, die Ansiedlung, die dort früher mal war, auch so hieß. Deswegen haben sie den Dom auch so benannt. Ja, früher wurde der Dom auch zur Krönung der Könige verwendet, heute nicht mehr. Heute ist, glaube ich, noch Bischofssitz. Ja, und außerdem liegt er am Pilgrimsläden, beziehungsweise heißt er da das letzte Stück irgendwie, der Olafsweg. Der Kollege ist ja mittlerweile heilig gesprochen und die Kirche zählt auch zu den Heiligtümern der Norweger. Aber wie gesagt, hinfahren, angucken. Sehr schön. Wunderbar. Ja, okay, das war's an Infos. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir kommen gerade aus Trondheim, suchen jetzt nach einem Campingplatz. Beziehungsweise haben wir ihn schon gefunden. Da fahren wir jetzt noch hin. Die Sonne kommt ein bisschen raus, ist super. Wenn ihr wirklich wollt, können wir sogar raus, oder? Hm? Oder könnt ihr das? Nee. Vielleicht aus Dach in der Lande hüpfen. So weit sieht das nicht aus. Das war für uns schwer zu erkennen, ist immer in Gullberg Camping gelandet. Da haben wir uns wie gehabt eine kleine Hütte gemietet.